Also erstmal sollten sich die Politiker zum Beispiel impfen lassen und wenn das bei denen funktioniert, dann bin ich gerne dabei. Ist in Portugal eine Krankenschwester tot, 2 Tage später, aber es passiert. Aber guck mal, ich habe ja hier jetzt einen Gutschein und dann habe ich auch kein Corona mehr, weißt du? Es ist keine Verschwörungstheorie. Wir hatten alle schlechte Erfahrungen mit Impfung. Ich vertraue der Medizin insoweit, dass sie uns keine Stoffe verabreichen, wo wir jetzt irgendwelche Mutanten oder sowas von werden. Das halte ich für Quatsch. Dazu sage ich lieber nichts. Nicht, dass ich später noch Ärger bekomme von der lieben Angela Merkel. Ja, kein Kommentar. Ich kann Sie dahin bringen. Ich komme mit. Wir gehen zusammen und dann werden Sie heute geimpft. Ja? Ist klar. Ist wunderbar. Ich freue mich. Okay, ich mache nur einen Scherz. Ich wollte nur gucken, wie Sie reagieren und ob Sie sich impfen lassen würden. Aber Sie würden heute sich die Impfung geben lassen und sagen, ja, ich möchte gerne gegen Corona geimpft werden. Ja, ja, möchte ich. Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Heute hier vom Hamburger Hauptbahnhof. Wir sind gekommen, um mal wieder mit den Leuten über die Corona-Impfung zu sprechen. Als wir beim letzten Mal hier unterwegs waren, haben sich schon ziemlich viele Passanten für die Corona-Impfung ausgesprochen. Deswegen haben wir heute Impfgutscheine im Gepäck. Die sind natürlich nicht echt, so sehen die aus. Und wir wollen einfach mal wissen, ob sich die Leute spontan impfen lassen würden, wenn sie denn die Möglichkeit haben. Also, auf geht's! Was sagen Sie zum verlängerten Lockdown, dass alle Maßnahmen jetzt noch bis zum Ende des Monats verlängert wurden? Aber ich finde es gut. Wenn früher das gemacht, vielleicht passiert nicht so toll, ne? Was halten Sie davon? Ausgesprochen sehr gute Arbeit. Ganz hervorragend. Vor einem halben Jahr hätte das also schon viel, viel besser getan. Ist notwendig. Ja, das ist nicht so schlimm. Wir leben normal. Bis jetzt. Ja, keine Ahnung, was soll ich dazu sagen? Es ist und wir müssen uns einfach anpassen, leider. Passt, ist in Ordnung. Und richtig, notwendig. Ja, das ist normalerweise okay. Die Frage ist nur, wie man das womöglich so macht, dass noch einen gewissen Freiraum da ist. Also ich finde es etwas übertrieben teilweise. Also zum Beispiel, dass die Lokale alle zu haben. Weil das hat ja nicht unbedingt eine Ursache gehabt, dass es mehr wurden. Ja, zum Beispiel. Was sagen Sie gerade zu den verlängerten Maßnahmen, zu dem verlängerten Lockdown? Ja, das ist ja so geplant, dann müssen wir das auch durchziehen. Okay. Können Sie verstehen, dass die Maßnahmen verschärft und der Lockdown verlängert wurde? Nur dadurch, dass sie eben die Regierung gezwungen ist, das zu machen. Ja. Es nervt, aber ich glaube, einerseits ist es auch gut. Also man sieht ja die Zahlen, dass sie halt immer noch ziemlich hoch sind. Und ich muss sagen, viele spielen Corona ja auch sehr runter. Wir hatten jetzt gerade selber einen Trauerfall in der Familie wegen Corona. Und deswegen, also ja, also ich würde sagen, erstmal ist es noch gut. Du sagst gerade, dass die Zahlen ja immer noch weiterhin hoch sind, obwohl wir schon im Lockdown sind. Wie erklärst du dir das? Ja, das ist die gute Frage, das weiß ich selber auch nicht, kann ich nicht sagen. Also es ist, ich weiß nicht, ob die Leute sich vielleicht heimlich noch treffen oder... Hast du davon gehört, aus deinem Freundeskreis, aus deinem Familienkreis, dass Leute echt noch exzessiv Weihnachten gefeiert haben? Eigentlich eher weniger. Ja, also die Zahlen sind trotzdem noch oben. Ja, ich weiß es nicht, aber es ist schon alles ja ein bisschen verwirrend und komisch und ja. Ja, ich weiß nicht, wenn es sein muss... Dann finde ich das nicht schlecht. Muss es denn sein? Wenn die Zahlen so hoch sind, ja. Die Zahlen sind ja immer noch so hoch, obwohl wir uns, glaube ich, schon jetzt mittlerweile 3 Wochen im Lockdown befinden. Wie erklärst du dir das? Ey, ich weiß es auch nicht. Ey. Also ich zerbreche mir da ein bisschen den Kopf auch drüber. Und ich weiß nicht, in China hört man nichts mehr. Vielleicht sollte man das mal so durchziehen wie in China. Einfach alle wirklich zu Hause bleiben. Ich weiß es nicht. Irgendwas läuft schief. Wie ist denn überhaupt Ihre Einschätzung bzw. Ihre Meinung zum verlängerten Lockdown? Was halten Sie davon? Ausgesprochen sehr gute Arbeit. Ganz hervorragend. Vor einem halben Jahr hätte das also schon viel, viel besser getan. Okay. Und jetzt ist es erst jetzt so? Aber sehr traurig, dass es so spät kommt, ja. Ist mit dem Trump genauso. Ist auch alles viel zu spät. Wo wäre Ihre persönliche Grenze, wo Sie sagen, okay, das ist nicht mehr tragbar, wenn jetzt irgendwie, das heißen würde, man darf wirklich wie in anderen Bundesländern nur noch 15 Kilometer um seine Meldeadresse sich bewegen oder man darf nur noch 1 Stunde am Tag wie in Spanien im Sommer vor die Tür. Wo wäre da Ihre persönliche Grenze? Also ich finde zum Beispiel auch unnötig, dass man nachts zum Beispiel nicht raus darf, weil das ist, nachts schlafen ja alle Leute normalerweise. Und also diese Ausgangssperre bis abends finde ich übertrieben. Ab 12 Uhr meinetwegen, das, wie gesagt, hat keiner ein Problem. Das gegenseitige Besuchen finde ich eigentlich auch noch normal, in Familien vor allen Dingen.
Noch sind wir in der Demokratie. Trump ist weg. Wir haben keine Diktatur, hoffe ich. Und es bleibt auch dabei. Und deswegen möchte ich, dass die Einschränkungen irgendwo noch so sind, dass man das Gefühl hat, wir sind noch in der Demokratie. Und nicht, dass die Politik uns so weit Vorschriften macht, dass wir das Gefühl kriegen, wir sind in der Diktatur. Also Sie fühlen sich aber aktuell noch wie in einer Demokratie? Noch geht es, noch geht es, noch kommen wir damit klar. Man kann natürlich über einen Monat, das ist ja alles absehbar. Wir sind ja nicht im Krieg oder so, das wäre viel schlimmer. Und so muss man einfach mal so ein bisschen Disziplin mitbringen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sollte man natürlich auch noch einen gewissen Freiraum haben, solange nicht bewiesen ist, dass es die Dinge, die das Ganze verlängern oder beziehungsweise die das Ganze weiter ansteckende Möglichkeiten ergibt, dass das nicht an dem oder dem, da die Ursachen müssen einfach dann besser geklärt sein. Also ich muss sagen, ich komme jetzt ja auch nicht hier aus Hamburg, ich komme aus Rheinland-Pfalz und ich bin jetzt in dem Bereich, wo wir auch das mit den 15 Kilometer haben. Wir haben auch Ausgangssperre ab 21 Uhr. Ja, also man fühlt sich schon, also ich meine, man macht ja jetzt während des Lockdowns nicht gerade wirklich viel. Aber wenn man dann abends doch mal noch mal los möchte, wenn man was vergessen hat zum Einkaufen oder was weiß ich, dann ist das doch irgendwie, fühlt man sich schon ein bisschen eingeschränkt. Also auch mit den 15 Kilometern, weil... Ich wollte gerade sagen, aber Rheinland-Pfalz ist ein bisschen weiter weg, oder? Ja, ja. Bist du heute in Hamburg? Ich durfte, ich habe das abgeklärt. Okay. Also ich habe vorher beim Gesundheitsamt angerufen. Also ich habe das vor... Wie fühlt sich das an, nachzufragen, ob man in ein anderes Bundesland reisen darf? Wie fühlte sich das an? Das ist schon komisch, also weil sonst normalerweise fährt man einfach los nach Hause und jetzt ruft man nochmal irgendwo an und fragt drum. Ne? Bittet um Erlaubnis. Genau, sozusagen. Jetzt sagen Sie, dass der Lockdown eigentlich viel zu spät erst eingeführt wurde, der zweite, und dass Sie definitiv befürworten, dass er jetzt verlängert wurde. Wo wäre denn Ihre persönliche Grenze? Wo sagen Sie, okay, ich fühle mich zu doll eingeschränkt, das geht echt zu weit, das mache ich nicht mit? Na, die persönliche Grenze ist an der Stelle, wo wir das ganze Thema abgeschlossen haben. Also wenn es jetzt nächste Woche heißt, Sie bleiben jetzt mal schön zu Hause, bewegen sich nur noch 5 Kilometer Radius um Ihren eigenen, dann sagen Sie ja. Ganz hervorragend, jawohl, mache ich. Okay. Wenn es heißt, es geht nur noch 30 Minuten am Tag überhaupt an die frische Luft und das auch nur am halb geöffneten... Ja, alles in Ordnung, ist alles in Ordnung. Wenn es hilft, sehr schön. Ja, auch eigentlich genau da. Also wo es dann wirklich um die Bewegungsfreiheit des Menschen geht, finde ich das schon echt... arg bedenklich. Ja, also da hätte ich auch keine Lust drauf, mich so einschränken zu lassen, dass ich nicht mal, also ich lebe zum Beispiel auch in einer Fernbeziehung und ich möchte schon meinen Freund zwischendurch mal treffen können. Ja. Bitte? Privatsphäre, also in mein Haus. Ich möchte nicht, dass jemand kontrolliert, wer kommt zu mir oder sowas. Ne? Das finde ich nicht normal. Fühlst du dich eingeschränkt von den aktuellen Maßnahmen? Nee, ja, ja und nein. Also ich... Alles, was Spaß macht, ist gerade verboten. Spürst du das schon oder sagst du, nee, ich fühle mich nicht eingeschränkt, mir geht's gut? Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut, mir fehlt der Sport. Also ich mache den zwar alleine, aber so wettkampfmäßig läuft ja gerade nichts, ne? 1,50 Meter, ich glaube nicht. Wo wäre deine persönliche Grenze? Wo würdest du sagen, okay, hier reicht's mir? Nee. Also wo würdest du sagen, okay, in anderen Bundesländern zum Beispiel darf man sich nur noch im Umkreis von 15 Kilometern von seinem eigenen Zuhause bewegen? Wäre das auch was für dich? Also das, was in Bayern läuft, finde ich Quatsch, weil abends ist erst irgendwie die Ausgangsbeschränkung, wo dann jeder sowieso zu Hause ist und tagsüber kann man sich dann anstecken. So, ne? Kann man einkaufen gehen und. Bevor jetzt der zweite Lockdown gekommen ist, war ja hier Saturn Black Friday. Und da, ich bin nur mal kurz reingegangen, um nur mal zu gucken, wie es da läuft. Und da war keine 1,5 Meter Abstand gewesen. Es waren 30 Zentimeter Abstand oder so. Also das war total witzig gewesen und schockierend. Ja, ich glaube, das ist etwas, wo ich sehr schwierig finde und auch mit den Grenzen. Das ist bei mir sehr persönlich, weil ich da irgendwie in verschiedenen Ländern wohne und da merke ich schon, da wünschte ich mir, dass Europa, wirklich als Europa auch zusammenarbeitet oder eben auch die einzelnen Länder sagen, wenn jemand raus muss, jemand sehen muss, sonst einsam ist, da finde ich, ist für mich eine sehr große Grenze, wo ich finde, die Freiheit des Menschen eingeschränkt werden. Also Sie sagen, die Corona-Verlängerung der Maßnahmen, andersrum, der Corona-Lockdown ist völlig gerechtfertigt. Sehen Sie, dass die Zahlen untergehen?
Eher nicht, nein. Im Moment. Woran liegt das? Tja, Lockdown ist es ja letztendlich nicht, weil ja der Einzelhandel ist zu, alles andere darf ja weiterlaufen. Die Restaurants sind zu, die Friseure sind zu, alles was Spaß macht ist geschlossen. Ja, aber letztendlich, Arbeiten soll ja weitergehen, das heißt alles Industrie, alles was eben nicht Einzelhandel oder Friseur ist, läuft ja weiter. Das heißt, da treffen sich die Menschen. Tragen alle eine Maske und halten Abstand? Ja, genau. Nicht? Also, bei mir schon, aber ich weiß, dass es in anderen Firmen, Betrieben nicht so gehandhabt wird. Ja, das heißt, da ist das große Problem. Da geht's, da, ja. Und dann eben in den S-Bahn, U-Bahn fahren deswegen ja auch immer noch die Leute rum. Es treffen sich halt genug Leute. Da geht es gar nicht darum, dass man jetzt Party macht oder nicht Party macht. Man trifft sich ja trotzdem, das heißt, ja. Aber dann bringt dir die Maske nicht so viel, weil auch in der U-Bahn und in der S-Bahn und überall tragen die Menschen ja die Maske. Nicht immer. Leider nicht immer. Wie stehst du denn zu der Corona-Impfung? Was ist da deine Meinung? Ist auch eine schwierige Frage, also ich möchte mir nicht... Ich stelle grundsätzlich nur schwierige Fragen. Also ich finde die Frage schwierig, weil das ist ja, wie gesagt, noch nicht so wirklich erforscht. Und ja, also ich bin jetzt auf jeden Fall einer der Kandidaten, der sich nicht gleich impfen lassen möchte. Na, dann kann ich dich ja vielleicht noch vom Gegenteil überzeugen. Ich habe nämlich vom Hamburger Gesundheitsamt einen Impfgutschein und wir können jetzt gleich zusammen zum neuen Impfzentrum an den Messehallen fahren und dann wirst du heute gegen Corona geimpft. Nee, danke, danke, vielen Dank, besten Dank, lieber nicht. Du. Warum nicht? Ja, weil der Stoff nicht erforscht worden ist, er ist innerhalb von einem halben Jahr ist er herausgestampft worden und es ist jetzt auch irgendwie, dass das, also das ist ja so ein spezieller Impfstoff, das ist ja nicht wie die anderen, es ist ein spezieller Impfstoff und nee, also muss nicht sein, ey, wirklich nicht. Ich wollte auch ehrlich gesagt nur gucken, was du so sagst. Das ist nicht ernst gemeint. Wir wollten einfach mal gucken, wie die Hamburger reagieren, wenn man denen jetzt sofort die Impfung vorschlägt. Du lehnst also ab und sagst, nein, danke, ich bin auf jeden Fall nicht am Start. Okay. Also lieber, also ich bin der Meinung, lieber alle einfach zu Hause bleiben, echt wirklich, was aber sowieso nicht der Fall wäre, weil es keiner macht, weil wir hier in Deutschland wohnen und nicht in China. Aber lieber alle zu Hause bleiben und das Ding ausrotten und dann ist die Sache gegessen. So wie es die Leute ja sagen. So 2 Wochen ist das Ding gegessen, fertig, aus. Meine nächste Frage ist, würden Sie sich gegen Corona impfen lassen? Möchten Sie die Impfung? Ja, muss ich. Ja. Ich habe heute hier einen Impfgutschein. Damit können Sie heute zum Impfzentrum fahren und werden heute noch geimpft. Wollen Sie den Gutschein mitnehmen? Und wo ist die? Wo ist? An den Messehallen ist ja das Impfzentrum, da können Sie heute geimpft werden gegen Corona. Lass mal, ich warte. Sie warten noch? Warum? Oh, ich weiß nie, wo ich gehe, Messehalle. Ich kann Sie dahin bringen. Ich komme mal mit. Wir gehen zusammen und dann werden Sie heute geimpft. Okay. Ja? Ist klar. Ist wunderbar. Es freut mich. Okay, ich mache nur einen Scherz. Ich wollte nur gucken, wie Sie reagieren und ob Sie sich impfen lassen würden. Aber Sie würden heute sich die Impfung geben lassen und sagen, ja, ich möchte gerne gegen Corona geimpft werden. Ja, möchte ich. Ja. Okay. Sie haben keine Angst vor den Risiken? Nein. Es ist in Portugal eine Krankenschwester tot 2 Tage später, aber es passiert. Also Sie kennen eine Krankenschwester, die hat eine Impfung bekommen und war 2 Tage später tot? Ja, in Portugal. Und Sie lassen sich trotzdem impfen? Ja. Sie sind mutig. Ja, aber muss... Wenn niemand mag, ist es noch schlimmer. Ich muss diese Dinge schnell weg. Und da glauben Sie, ist die Impfung die richtige Lösung? Versuchen wir. Keine Ahnung. Also Sie sind dann ein menschliches Versuchskaninchen? Was wir machen, wenn es geht, das ist unsere Chance. Das ist unsere Chance. Wie stehst du zu der Corona-Impfung? Finde ich auch wichtig, ja. Wir sind jetzt heute hier und haben Impfgutscheine vom Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt bekommen und du bist eine der Ersten, die jetzt heute zu den Messehallen fahren könnte, um sich impfen zu lassen. Ja, krass, weiß ich nicht. Bin ich jetzt erstmal mit überfordert. Also jetzt muss ich erstmal zur Arbeit, aber den Gutschein würde ich wohl mitnehmen. Ja. Also du, das ist nur heute möglich, aber du würdest dich heute bis abends. Ich glaube, die haben, ich weiß nicht, wie lange geöffnet, du würdest dich heute dann schon direkt impfen lassen. Würde ich machen, ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, ich bin gerade.
Ich bin gerade ein bisschen überrascht. Ja, es ist tatsächlich nicht ernst. Wir wollen mal gucken, wie die Hamburger reagieren, wenn man denen wirklich die Impfung anbietet. Ich weiß, dass das Interesse groß ist, aber wenn es dann wirklich heißt, okay, jetzt geht's los, wollen wir einfach mal gucken, wie die Leute reagieren. Aber du hättest dich jetzt heute, wenn du Zeit gehabt hättest, direkt impfen lassen? Nach der Arbeit wäre ich hingefahren, ja. Also du hast keine Angst vor den Risiken, den Nebenwirkungen, wie es immer so schön heißt? Nein, nicht wirklich. Tough. Ich vertraue der Medizin insoweit, dass sie uns keine Stoffe verabreichen, wo wir jetzt irgendwelche Mutanten oder sowas von werden. Das halte ich für Quatsch. Und ich glaube, die Impfungen heutzutage sind halt einfach so weit erforscht, dass es einfach vertrauenswürdig in meinen Augen. Ist das bei der Corona-Impfung auch so, dass die so erforscht wurde? Wenn du dir allein mal den Zeitraum anguckst, weißt du, wie lange an einem Impfstoff normalerweise geforscht wird? Ja, das steht natürlich in keinem Verhältnis, die Zeit jetzt, also zu anderen Impfstoffen. Aber wie gesagt, ich vertraue dem Gesundheitssystem da oder der medizinischen Versorgung. Und ich glaube nicht, dass es jetzt einen großen, schlimmen Effekt irgendwie auf die Menschheit hat. Wie stehst du zu der Impfung? Also ich halte da jetzt ehrlich gesagt noch nicht so viel von. Mir ist das noch ein bisschen zu riskant. Ja, wir haben heute einen Impfgutschein und du wärst jetzt eine der Ausgewählten, die sich heute impfen lassen könnte im Impfzentrum an den Messehallen. Ich würde dir den Gutschein geben und dann könntest du direkt rüberfahren und dich impfen lassen. Kann man den auch weitergeben? Wahrscheinlich. Nee, den kann man nicht weitergeben. Ja, eigentlich muss ich sowieso auch gerade weiter. Ich bin gerade auf der Durchreise. Also du wärst jetzt nicht heute bereit, dich impfen zu lassen? Nein, muss ich sagen. Warum nicht? Ich weiß nicht. Also ich finde es irgendwie, ja, es ist jetzt ja mit den Impfungen alles sehr schnell gegangen. Ich meine, man sagt ja, es ist alles schön und gut, dass da nichts ist. Aber irgendwie habe ich doch Angst, dass da irgendwie doch was sein könnte. Also wenn man sich jetzt, also ich weiß es nicht. Man hat da ja doch irgendwie Bedenken, dass da doch noch was kommt, was die Impfung irgendwie auslöst. Wie stehen Sie zu der Corona-Impfung? Also ich werde mich impfen lassen, gar keine Frage, weil das diszipliniert uns. Wir müssen es tun, damit wir auch die anderen nicht, es geht ja um das Allgemeinwohl. Und da ist es sinnvoll, dass man das eben allgemein auch gegenseitig sich unterstützt. Und das ist keine egoistische Sache, sondern das ist eben um die ganze Menschheit womöglich. Und dann sollte man es schon tun. Okay, also es geht Ihnen um Solidarität in dem Moment? Genau. Ja, dann haben Sie jetzt großes Glück, weil ich habe einen Impfgutschein dabei und Sie können sich jetzt heute im Impfzentrum an den Messehallen gegen Corona impfen lassen. Kostenlos. Das Gesundheitsamt hat uns die Impfgutscheine zur Verfügung gestellt und Sie können jetzt einer der Ersten sein, der geimpft wird. Tun Sie mir einen Gefallen. Geben Sie es dem, der es notwendiger hat. Ich glaube noch nicht, dass ich das muss unbedingt. Es gibt sehr viele Leute, die womöglich mehr dran sind. Die Pflegeheime, die unterwegs sind, um zu verhindern, dass die Krankheit weiter... Die werden jetzt auch sofort geimpft, ab Montag, aber Sie sind heute dran. Ja, meinetwegen, ich will es mitnehmen, aber ich bin so weit, dass ich sage, jeder andere kann davon profitieren. Ich muss noch nicht. Verstehen Sie? Also soll erst mal ein paar andere Versuchskaninchen geben und dann sind Sie dran? Das auf keinen Fall. Ich möchte nur, dass die, bei denen es notwendiger ist, sprich über 80 Jahre, was jetzt also auch so vorgesehen ist, dass die Reihenfolge eingehalten wird. Ich werde irgendwann dran sein und so lange warte ich ab. Ja. Also Sie sind heute noch nicht dran? Muss nicht. Also ich hole jetzt auch jemanden ab, das würde gar nicht passen. Es war auch nur ein Scherz. Wir wollen gucken, wie die Passanten reagieren. Wenn Sie jetzt direkt gesagt hätten, okay, wo soll ich einsteigen? Geben Sie mir mal einen Gutschein, dann kann ich vielleicht irgendjemand dafür sorgen, der das bekommt, der es notwendiger hat. Die suche ich aus. Ach so, schade. Wie stehen Sie zu der Corona-Impfung? Ja, ich mache das persönlich. Dann haben Sie das große Glück. Wir haben nämlich vom Gesundheitsamt Impfgutscheine bekommen und wir können jetzt gleich zu den Messehallen fahren. Da ist das Corona-Impfzentrum. Einrichtung für Altenpflege, also wir kriegen das auch schon. Also Sie brauchen heute nicht geimpft werden, Sie werden sowieso demnächst geimpft. Genau, richtig. Und damit sind Sie dann auch einverstanden? Bin ich einverstanden. Wieso möchten Sie sich impfen lassen, wenn ich fragen darf? Ja, vielleicht schützt oder auch nicht, wir wissen das ja nicht. Ne? Aber erstmal mitnehmen und dann mal gucken. Genau, richtig. Ne? Wie stehst du zu der Corona-Impfung? No go. Man kann nicht eine Impfung innerhalb von 8 Monaten einfach so, Krebs, Diabetes, Ebola... Dazu hat man auch keine Impfung. Und man sollte es nicht direkt die älteren Menschen andrehen. Also erstmal sollten sich die Politiker zum Beispiel impfen lassen. Und wenn das bei denen funktioniert, dann bin ich gerne dabei. Okay. Ist schade, weil ich habe vom Gesundheitsamt einen Gutschein für dich. Du könntest dich heute im neuen Impfzentrum an den Messehallen gegen Corona impfen lassen. Wir fahren da jetzt gleich zusammen rüber und dann bist du der Erste, der dran ist. Würde ich niemals machen, auch nicht, wenn man mich bezahlen würde. Schade. Wieso schade? War auch nur ein Test?
Nee, ich werde auch auf gar keinen Fall geimpft und ich wollte nur mal gucken, wie die Leute so reagieren. Das ist hier heute meine Aufgabe rauszufinden. Ganz ehrlich, dank meiner Mama denke ich so, wie ich denke und ich glaube an alle die Leute da draußen, die sollten nicht alles glauben, was die uns im Fernsehen zeigen und sowieso nicht, was die Bild-Zeitung uns zeigt. Und wie stehen Sie zu der Impfung? Ja, also, ja, ich glaube schon, dass es okay ist, wenn geimpft wird. Also ich hoffe es, ich weiß es nicht, aber ja, ich bin so ein bisschen ratlos, was das alles angeht. Ich glaube jetzt wirklich einfach so ein bisschen das Vertrauen, was sollen wir sonst tun? Ich habe vom Gesundheitsamt aus Hamburg Gutscheine und kann heute hier Passanten ansprechen und denen einen Gutschein übergeben und dann können die sich impfen lassen heute. Bist du auch interessiert? Ich muss auf den Zug. Okay, wenn du nicht zum Zug müsstest, würdest du dich heute impfen lassen? Ich würde, glaube ich, meine Impfung lieber jemandem geben, der es auch braucht, weil ich habe eh momentan keine Arbeit. Ich bin Künstlerin und deswegen ist das gerade alles so. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum ich mich impfen müsste, aber ich glaube schon, ich würde es wahrscheinlich jemandem geben, der es eher braucht. Okay, wenn jetzt schon die es wirklich brauchen, laut deiner Meinung, wenn die geimpft wären, würdest du dich dann jetzt impfen lassen? Ja. Was halten Sie von der Corona-Impfung? Würden Sie sich impfen lassen? Nein, unbedingt nein. Warum nicht? Weil das ist zu wenig Zeit und das ist nicht so kontrolliert und wir haben keine wir haben Informationen. Also wir haben Internet und wir können hören, was das bedeutet. Aber wir haben Vertrauen verloren. Also Sie haben das Vertrauen verloren? Ich hatte einmal Allergieschock von Impfung, von Grippenimpfung, ja. Also deswegen habe ich gute Gründe für das. Schade, weil ich habe einen Impfgutschein heute vom Gesundheitsamt und Sie hätten jetzt eine der ersten sein können, die heute geimpft werden gegen Corona, aber Sie sagen, nein, danke, ich möchte nicht. Nein, ich gebe Ihnen meine Gutschein. Ich möchte auch nicht. Das freut mich sehr. Also ja, das ist sehr gut. Wie sieht es in Ihrem Umfeld aus, in Ihrem Freundes- und Familienkreis? Wie stehen die Leute da zu der Impfung? Auch alle sind gegen. Alle Menschen, welche ich kenne, alle sind gegen Impfung. Und warum? Alle aus demselben Grund? Oder was sind da so die Beweggründe, warum die Leute sich nicht impfen lassen wollen? Weil wir haben alle schlechte Erfahrungen mit Impfung. Deswegen, das ist keine Verschwörungstheorie. Wir haben alle schlechte Erfahrungen mit Impfung. Also ich selber, mein Sohn auch einmal gegen Allergie. Er hat eine Spritze bekommen und er hatte so einen großen Schock bekommen. Also das war wirklich schlimm. Ne? Deswegen nur. Was halten Sie denn von der Corona-Impfung? Tja, wenn ich geimpft werde, gibt es genug Werte dazu. Ja, Sie haben das große Glück, Sie werden nämlich heute geimpft. Ich habe nämlich vom Gesundheitsamt Gutscheine bekommen. Wir können jetzt gleich sofort in das neue Impfzentrum fahren, an den Messehallen. Und dann sind Sie heute einer der allerersten, die gegen Corona geimpft werden. Wird. Okay, das glaube ich Ihnen jetzt nicht. Doch, das ist so. Das ist so, ich habe einen Gutschein, ich kann Ihnen auch schon mal einen geben. Und wir können gleich gemeinsam zum Corona Impfzentrum fahren an den Messehallen und dann geht's heute direkt los. Nee, das glaube ich Ihnen nicht. Warum nicht? Weil das mit den Kategorien anders festgelegt ist. Ich glaube, Sie haben Angst. Nee. Sie haben gerade gesagt, wenn Sie dran sind, dann sind Gott sei Dank schon so viele geimpft worden, dass man... Tatsächlich würde ich mich impfen lassen, aber das mit dem Gutschein, das glaube ich Ihnen nicht. War auch nur ein kleiner Test. Sie haben mich leider direkt durchschaut. Aber Sie haben trotzdem, ich möchte nochmal darauf eingehen, Sie haben gesagt, wenn Sie dran sind, dann wurden schon genug Leute geimpft. Also Sie möchten vorher erstmal ein paar Kaninchen in die Versuche schicken, bevor Sie selber... Einfach mit dem Thema betrachtet, ich war jetzt 14 Tage im Corona-Hilfseinsatz, 15 Tage, in einem Altenheim. Da wurden wir dazu gerufen. Aus welcher Branche kommen Sie, wenn ich fragen darf? Im Moment im Freiwilligen Wehrdienst. So. Und es ist tatsächlich so, dass das so schleppend anläuft, es nicht ansatzweise genug Impfstoff im Moment gerade zur Verfügung steht,
und dass sich das locker bis nächstes Jahr zieht. Und wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, zuerst Risikogruppen über 80, zuerst Pflegepersonal, Ärzte, ich gehöre zu denen, die als letztes geimpft werden. Und ja, es ist ein neuer Impfstoff. Ja, er wurde schneller rausgelassen als, also rausgegeben als manch anderer Impfstoff. Und ja, ich würde mich auch impfen lassen. Aber nein, ich weiß, ich gehöre zu den Letzten, die geimpft werden. Dann meine nächste Frage. Würden Sie sich gegen Corona impfen lassen? Nein. Warum nicht? Weil ich ein gutes Immunsystem habe und die, die Impfung nicht, also diese Tests nicht richtig gemacht worden sind. Also man weiß gar nicht, was daraus wird, ne? Okay, dann ist es ganz schade, weil wir haben Impfgutscheine dabei. Heute kann man sich kostenlos im Impfzentrum impfen lassen gegen Corona. Jetzt sind Sie also kein Kandidat, dem ich damit eine Freude machen würde? Leider nicht. Werdet ihr euch impfen lassen oder möchtet ihr euch impfen lassen gegen Corona? Ja, natürlich. Du dich auch? Ja, genau. Ich habe hier von der vom Gesundheitsamt Gutscheine, Impfgutscheine und ihr könnt heute zum Corona-Impfzentrum an den Messehallen fahren und ihr werdet heute gegen Corona geimpft. Ja? Ah, meinen Sie testen oder? Okay. Impfen, heute. Nein, auf jeden Fall nichts. Entschuldigung, aber nein, ich lasse mich also Professor Nenichamam, sage ich Kovac. Du möchtest dich nicht impfen lassen? Nein, auf jeden Fall nichts. Warum möchtest du dich nicht impfen lassen? Weil ich habe große Angst, das ist was anderes, nichts, das ist das, was, über was sie reden, die Spritze ist. Also ich glaube an Corona nicht so stark ist, auf jeden Fall nicht so, dass von Corona kann man sterben oder darf sterben. Nein, ich glaube an das nichts. Also deswegen, ich lasse mich nichts... Okay, was ist mit dir? Möchtest du heute gegen Corona geimpft werden? Nicht heute. Heute habe ich viel zu viele Termine, aber ich finde, man sollte das schon tun, um sicher zu gehen. Ja. Und wo informiert ihr euch zu dem ganzen Thema? Ja, im Internet. So. Auf was für Seiten? Ja, ich tippe das in Google ein. Ganz meine Frage. Fernsehen auch, sehen wir bei Fernsehen, Tagesschau und so. Aber wir glauben an diese Corona nichts, dass die so stark ist wie... Ja, also wir glauben, dass die Coronavirus ist nicht so stark, wie das die ganze Welt zeigt und so, Leute sterben wegen Corona und so, das ist keine Wahrheit. Also die Leute sterben normale Krankheiten, so Herzinfarkten, Lungenentzündungen, so habe ich gehört. Auch viele Doktoren, es war in Medien und so. Gezeigt hat. Ja, ich sage die Pitwa. Pitwa, keine Ahnung. Also, nein, ich glaube, dass nichts so stark ist, die Coronavirus. Coronavirus gibt es schon, aber nicht so stark, dass man kann sterben davon oder so. Also, ich finde das. Er meint, dass nicht jeder sterben also, das stirbt, ist normale, weil. Das ist ein normales Virus. War dieser Vogelvirus oder ja, genau, das war auch die Prasja. Ja, genau, also, das sowas ist auch hier nicht mehr. Also, keine. Der macht keine Tote, die Coronavirus, ich glaube. Also nur, ja, wenn ist jemand so alt oder... Ja, genau, und kriegen sie das, ja, das normal, das Virus spielt, also die macht es schlimmer, also. Aber sonst, die Coronavirus, ich finde nicht so schlimm. Also ich glaube, das ist nicht so schlimm, wie die Welt das zeigt, für jeden uns. So. Wo informierst du dich zu dem ganzen Thema? Internet, eigentlich. Manchmal auch ein bisschen im Fernsehen, aber hauptsächlich Internet. Und fühlst du dich neutral informiert? Durch das Fernsehen zum Beispiel? Ja, würde ich sagen. Also ich denke schon. Puh, also ich gucke mir manchmal die Tagesschau an und das war's dann ehrlich gesagt auch. Und das meiste höre ich dann von anderen Personen, die dann irgendwie darüber reden. Manchmal google ich das auch, aber ja. Fühlst du dich von der Tagesschau neutral informiert? Ja und nein, da habe ich auch so eine gespaltene Meinung dazu. Irgendwie. Aber du schaust die trotzdem weiter? Ich gucke sie an, ja, ist auf jeden Fall besser wie die Bild-Zeitung, auf jeden Fall. Wo informieren Sie sich zu dem Thema? Internet, Fernsehen, überall. Ne? Haben Sie in Ihrem Umfeld auch kritische Stimmen, die sich kritisch mit dem Thema auseinandersetzen? Haben Sie sich selber auch schon mal kritisch damit beschäftigt und Kritiker angehört oder gelesen? Nee, eigentlich noch nicht. Warum nicht? Ach, keine Ahnung. Und wo informierst du dich zu dem ganzen Thema? Auf der Schweizer Webseite der SRF, also das ist die Schweizer Fernsehen.
Und dann habe ich zwei andere Anbieter, zwei Schweizer Zeitungen und dann natürlich die deutsche, die dänische Gesundheitsseite. Beschäftigst du dich manchmal mit kritischen Stimmen? Ja, weil ich doch ziemlich viele Leute in meinem Umfeld habe, die das kritisch sehen, weil sie eben, ich sage jetzt mal, aus der Kunstszene kommen, wo natürlich sehr, sehr betroffen sind. Und da, oder auch aus der Clubszene, Zürich hat ja auch eine große Clubszene, da bekomme ich das natürlich mit und ich mache mir da auch Gedanken darüber. Ich finde, man muss jede Person irgendwie auch ernst nehmen und ich verstehe das auch sehr, wenn jemand nicht mit dem klarkommt, was gerade abgeht. Wo informieren Sie sich zu dem ganzen Thema? Also TV ist klar, das ist ja am einfachsten. Wenn das alles stimmt, was da gesagt wird. Jetzt wird es interessant. Im Internet und guckt da mal, wie es in ganz Deutschland aussieht. Ich komme aus Baden-Württemberg ursprünglich, das hören Sie vielleicht ein bisschen mein Dialekt noch raus. Und da ist es eben viel schlimmer als hier. Die ganzen Einschränkungen sind auch viel schlimmer. Ich habe da eine Zweitwohnung, aber da fahre ich erstmal nicht hin. Fühlen Sie sich denn neutral informiert, wenn Sie sagen, Sie gucken Fernsehen? Das ist sehr schwierig zu beantworten. Das ist wirklich schwierig, weil es gibt so viele Experten seit Corona. Es gibt so viele Wissenschaftler, die aus dem Boden gestampft sind. Es tut mir leid. Also da kann ich keine Antwort geben, wo ich rundherum zufrieden wäre. Weil die Politiker spielen ein bisschen mit den Bällen und die Wissenschaftler auch. Und beschäftigst du dich ab und zu auch mal mit den kritischen Stimmen? Den welchen? Den kritischen Stimmen. Wie, in welchem Sinne, welchen kritischen Die kritisch gegenüber dem Lockdown stehen. Also ich sehe, du bist definitiv ein Impfkritiker. Das ist ja auch schon mal eine kritische Stimme zum Thema Impfen. Genau solche Stimmen gibt es ja auch zum Thema Lockdown, zum Thema Maßnahmen, zum PCR-Test, der benutzt wird, um die Menschen positiv zu testen auf das Coronavirus. Ja, also ich bin da kritisch, ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt auf jeden Fall kein Anhänger von den... Auf gar keinen Fall, nein, auf gar keinen Fall. Natürlich nicht, keiner. Also ich gehe lieber auf Nummer sicher. Du hast doch da unter deiner Kapuze auch so einen Aluhut, oder? Ja, auf jeden Fall. Zwei Stück gleich. Okay, wo informierst du dich zu dem ganzen Thema? Im Internet. Ja. Und hast du dich auch schon mal mit kritischen Stimmen beschäftigt? Also mit Corona-Leugnern oder Querdenkern oder sowas? Oder einfach Leuten, die eine kritische Einstellung zu dem ganzen Thema haben? Naja, also man muss doch generell, finde ich, mit allen Themen, mit denen man sich auseinandersetzt, kritisch auseinandersetzen. Und klar hinterfrage ich auch Sachen so, ist das jetzt wirklich notwendig? Macht der Lockdown Sinn oder nicht? Und ich sehe, dass die Fallzahlen sinken. Aber die Zahlen sind doch immer noch oben, obwohl wir schon seit, ich weiß nicht, 3 Wochen im Lockdown sind jetzt? Okay, also ich habe jetzt neulich im Internet geschaut, da waren die Fallzahlen. Gut, das mag vielleicht auch jetzt an der wenigen Testrate und so liegen über die Feiertage, aber also da sah es auf jeden Fall niedriger aus. Und ich hoffe natürlich, beziehungsweise denke ich einfach, dass wir alle als Menschheit in einem Boot sitzen und da zusammenhalten müssen und uns irgendwie einschränken und unser Verhalten einfach verantworten müssen. Und ja, ich denke, deswegen macht das schon Sinn, dann irgendwie auch bestimmte Maßregelungen zu finden. Haben Sie sich schon mal mit kritischen Stimmen beschäftigt? Haufenweise. Was sagen Sie dazu? Die stören immer nur. Wobei? Na, das hilft uns allen nicht. Was hilft uns denn? Was uns hilft, dass wir auf jeden Fall das Konzept, was erarbeitet ist, nutzen, damit es eben nicht so bedrohlich wirkt. Dass unsere Krankenhäuser nicht überflutet werden und dass wir das Thema relativ schnell vom Tisch haben. Und wenn du nach China guckst, dann geht das auch wieder los. Die haben auch nicht aufgepasst und nicht weitergemacht. Aber die Krankenhäuser sind doch überhaupt nicht überfordert. Sind sie nicht? Nee, nicht, dass ich wüsste. Weiß von den Pflegekräften, es fehlen immer welche. War das nicht schon immer so? Nein, das war nicht immer so. Wann war das nicht so? Zeitliche Maß? Ich denke, vor 15 Jahren war es anders. Aber vor 14 Jahren hatten wir auch kein Corona. Das stimmt, aber andere Erkrankungen. Also haben wir schon seit 15 Jahren das Problem, wenn wir jetzt nach Ihrer Meinung gehen, mit dem Überfüllen. Das Personalwesen schon mindestens 15 Jahren, ja. Dann hat das ja nichts mit Corona zu tun, oder? Doch. Inwiefern? Corona ist ja nicht einer derjenigen Erkrankungen, die jetzt auftauchen. Das tauchen noch mehr auf. Wer bist du? Ja, irgendein Störenfried. Das stimmt. Ja. Nein, es werden noch mehr Erkrankungen kommen, ohne dass wir ein Problem sehen. Wenn wir das vernünftig hier anfassen, kriegen wir auch genügend Personal. Und dann wird das auch funktionieren. Dann haben wir aber eigentlich ein generelles Problem unseres Gesundheitssystems und nicht jetzt gerade wegen Corona. Ganz verbindlich. Es fällt nur jetzt besonders auf, dass es so ist.
Vielleicht fällt es auch nur besonders auf, weil wir besonders viel drüber reden und besonders viel drüber hören. Möglich. Da habe ich noch eine letzte Frage. Wie ist denn generell Ihre Einstellung zu Corona? Ja, das ist alles irgendwie sinnlos, ne? Ich weiß nicht, noch nicht genau, welche Zwecke dahinter stehen. Und wo informieren Sie sich zu dem ganzen Thema? Zeitung, Internet, Kollegen. Haben Sie sich auch schon mal mit kritischen Stimmen beschäftigt? Selbstverständlich. Selbstverständlich? Ja. Und wo kriegen Sie die zu hören? Zum Beispiel KenFN höre ich mir mal an. Im Internet, ne? Okay. Wo informieren Sie sich zu dem Thema Corona? Also das ist jetzt besser fragen, wo können wir uns verstecken? Auch eine gute Idee, ja. Ja, weil das ist zu... Von überall. Ja, zu großer Druck, das finde ich, ne? Aber bei uns, ich komme aus Kroatien, bei uns ist jetzt große Erdbeben geworden und ja, deswegen sind meine Gedächtnisse mit meiner Schwester da zu Hause, ne? Die meisten Leute denken ja, dass die Impfung auf jeden Fall die einzige Lösung ist, damit sich die Situation in irgendeiner Weise entspannt. Wenn Sie jetzt sagen, die Impfung ist für Sie auf gar keinen Fall eine Option, was denken Sie, was die Lage in irgendeiner Weise wieder entschärfen wird? Ja, aber ich denke, dass wir leben normal. Ne? Wir sehen, das ist eine Infektion wie eine Grippe. Ne? Wir können das überleben. Wir bekommen ein gutes Immunsystem. Und ja, das geht vorbei. Also Sie sagen, das wird einfach von alleine irgendwann wieder besser? Genau. Wenn man vielleicht einfach nicht mehr so viel drüber spricht und nicht mehr so viel drüber hört? Also Panik und Angst sind viel, viel, viel mehr schlimmer. Das ist meine Meinung, ne? Ja, wir haben heute mit vielen Menschen geredet. Meine Gutscheine bin ich leider nicht losgeworden. Auch wenn einige gesagt haben, ja, ich bin auf jeden Fall dafür, ich möchte mich impfen lassen. Als es dann hieß, dass sie heute geimpft werden können, haben die meisten dann doch gekniffen. Entweder Gründe vorgeschoben wie, ich habe jetzt doch keine Zeit. Und ganz oft wurde auch genannt, erstmal soll natürlich erstmal den anderen und die, die es wirklich nötig haben, den Vortritt bekommen. Ja, es bleibt spannend. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.